Hallo und herzlich willkommen zum ersten Beratungsvideo 2021 aus der Bezirksstelle Uelzen. Heute geht es ums Getreide. Dazu befinde ich mich hier in Hammersdorf auf unserer Versuchsstation in den Landessortenversuchen Getreide. Wir testen hier unterschiedliche Sorten in den Kulturen Weizen, Gerste, Tritikale und Roggen. Die Versuche geben Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der Sorten, aber auch wie sie von der Krankheitsanfälligkeit her sind, wie sie von der Länge her sind und geben Aufschluss, wie die Bestände, wie die einzelnen Sorten gehandhabt werden müssen in der Praxis. So, wie sieht es aktuell hier in den Beständen aus? Dazu nehme ich euch mal mit in die einzelnen Sorten bzw. in die einzelnen Getreidebestände, um zu schauen, in welchem Entwicklungsstadium sich die einzelnen Getreidearten befinden. Kommt mit! Die Witterung der letzten 14 Tage war ja sehr kühl. Daher haben sich die Getreidebestände auch nicht zu üppig entwickelt. Trotzdem ist die Entwicklung vorangeschritten. Der Weizen befindet sich in der Regel jetzt in EC30 und die erste Wachstumsreglermaßnahme beispielsweise steht an oder ist teilweise auch schon durchgeführt worden. Weizen befindet sich aktuell in EC30. Dabei hat sich der erste Knoten ca. 0,5 cm vom Bestockungsknoten entfernt. Erst wenn er jetzt noch weitergeht und 1 cm erreicht, ist der Weizen in EC31. Die Gerste in diesem Versuch wurde an dem Standort hier relativ spät, Anfang Oktober letzten Jahres, gedrillt. Daher ist ihre Entwicklung noch nicht so weit vorgeschritten wie viele Praxisflächen. Teilweise befindet sich die Gerste schon in EC32. Bei EC32, wie hier auf der linken Seite zu sehen, ist der zweite Knoten vom ersten mehr als 2 cm entfernt. Der Roggen ist ähnlich weit wie die Gerste entwickelt. Im Normalfall befindet er sich jetzt in EC31. Früh gedrillte Bestände sind eventuell sogar schon etwas weiter und gehen auf EC32 zu. So, wir haben jetzt einmal gesehen, wie weit die Bestände entwickelt sind. Welche Maßnahmen stehen jetzt an? Nun, wer jetzt bisher noch keine Wachstumsreglermaßnahmen gemacht hatte, weil eben auch die Temperaturen der letzten 2 Wochen doch sehr kalt war, war auch natürlich davon abzuraten, Wachstumsregler in den Frost hineinzuspritzen. Für diejenigen stehen jetzt die Wachstumsreglermaßnahmen an, wenn die Temperaturen sich stabilisieren und tagsüber auch im zweistelligen Bereich sich befinden. In der Gerste kann zu EC32 Wachstumsregler appliziert werden in Form von einer Kombination aus Modus plus Camposan beispielsweise, also ein Trinexapack-haltiges Produkt mit Etifon oder alternativ Prodax mit Camposan. Im Weizen, aber auch in der Tritikale und im Roggen kann zunächst erst einmal mit CCC gearbeitet werden. Wenn der Bestand sich in EC30 befindet, ist das an sich der ideale Zeitpunkt für die erste CCC-Vorlage mit ca. 0,8 bis 1 Liter CCC, je nach Standort und Sorte und Entwicklungsstand. Im weiteren Verlauf kann dann zu späteren Zeitpunkten EC31 beispielsweise, mit einer weiteren Nachlage in den 3 genannten Kulturen weitergearbeitet werden. Also beispielsweise dann CCC zusammen mit Modus. Es ist aber darauf zu achten, dass die Applikationen nicht stattfinden sollten, wenn stärkerer Nachtfrost angesagt war. Von der Seite her ist erstmal der Wetterbericht nachzusehen, dass tatsächlich auch frostfreie Tage für die Applikation genommen werden. Wer es bisher noch nicht gemacht hat, sollte auch die Anschlussgabe, sprich die Schossergabe, jetzt applizieren. In der Regel ist aber in den meisten Beständen die Schossergabe bereits gegeben. Weitere Informationen und Empfehlungen finden Sie auch in unseren Warndiensten. Der Link ist unten in der Videobeschreibung enthalten. Aber auch unter isip.de können weitere Empfehlungen und auch sortenspezifische Empfehlungen abgerufen werden. Das zunächst einmal hier vom Standort Hammersdorf aus den Landessortenversuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Hinrich Hüving.